Jetzt habe ich vor lauter Gedanken schweifen lassen, vergessen anzuschalten. Ja. Brief von Jack. Ey, hast du in der letzten Zeit mal die Ohren gewaschen? Ich sammle Insekten, kann aber noch nicht mal eine Spinne fangen. Ja, die sind noch schwierig. Hm, ja, das war's. Fertig, Jack. Es war auch ein bisschen knifflig. Man muss ja erst in den Baum schütteln, dann zum Kescher greifen, was hier ja ein bisschen kniffliger ist. Claudi, mein Engel, deine Briefe sind immer so gut. Danke. Das Outfit, das du gestern anhattest, ist unmöglich. Und am schlimmsten? Das war's von mir. Dein Prinz. Am schlimmsten, schlimmsten wird groß geschrieben, oder? Anhattest. Ja, gut, okay. Das ist halt ein persönliches Gespräch. Deswegen schreibt man das seltener, ne? Also, anhattest. Wird das nicht... Wird das zusammengeschrieben? Egal. Das irritiert mich halt ein bisschen. Ich weiß es nicht. War das vor der Rechtschreibreform so richtig? Keine Ahnung. Hi, Claudi. Deine Briefe sind immer so lustig. Tausend Dank. In ein paar Tagen gehe ich auf ein Konzert. Ich freue mich schon riesig. Komm doch öfter mal vorbei. Herzlichst, Janet. Oh. Nice. Der Tom Nook hat mal einen Liebesbrief geschrieben. Delacroix. Des Hammer, ne? Delacroix ist, die Freiheit führt das Volk an. Das ist noch hängen geblieben von der Schule. Ich weiß nicht, habe ich das im Museum? Oh. Ich meine, der Rasen ist leicht gelblich geworden. Also, es ist ein anderes Grün. Also, es geht mehr ins Bräunliche irgendwie, habe ich das Gefühl. Ach, wird das jetzt im Herbst, wird das dann jetzt so eine Kackfarbe kriegen, oder was? Weiß gar nicht. Wie war das bei New Horizons? Keine Ahnung. Einen Delacroix haben wir nicht, aber ich könnte mich natürlich jetzt auch total irren. Aber ich meine, Delacroix wäre Freiheit für das Volk an. Claudi, du Clown! Hey, dein Brief war cool, du bist echt super drauf. Wann war dein Geburtstag? Ich hab's vergessen. Schicke dir für alle Fälle mal was mit. Ciao. Ciao. Was? Ich bin fertig. Steht's dein Bolle? Der war mal wirklich jede Zeile ausgenutzt, ne? Was hat er mir denn geschickt? Ein Kirsch-Outfit. Ein Bubi-Kirsch. Claudi, danke für den Brief. Er war prima. Manchmal sind selbst die schönsten Dinge störend. Hier, willst du das haben? Schreib zurück. Ich warte, dein Kumpel Helmut. Das ist bestimmt... auch ne... Outfit. Es ist heute wieder so ein regnerischer Tag, also irgendwie, also die ganze Nacht hat es geschutt. Es ist so ein bisschen ermüdend. Ich habe auch noch nichts Gescheites zum Frühstück gegessen. Ich habe halt Tee getrunken, das war's. Aber ich habe auch gestern spät nochmal was zu Abend gegessen, was ich normalerweise gar nicht tue. Ich esse ja ab 16 Uhr normalerweise nichts mehr, aber in letzter Zeit, ich weiß auch nicht... Dadurch, dass ich vorgestern so lange gewurstelt habe, habe ich das... Bis 16 Uhr hatte ich mein Mittagessen verschoben. Bin nicht so richtig, bin ein bisschen Larifari drauf. Was sind das? Schallplatten? Schmuckpapier, okay.
Kram da weg. Ach so, ich habe ja normalerweise habe ich ja immer etwas in den Pfoten. Machen wir es so rum. Gut. Jetzt gehen wir schnell zu Nook und verkaufen das unfassbar wertvolle Knochengerüst, was wir da haben. Bevor das uns irgendjemand aus der Tasche quatscht. Da hat doch tatsächlich gestern, also eigentlich schon vorgestern, mindestens vorgestern, weil ich im Moment ein bisschen Schwierigkeiten habe, ins Internet zu kommen, hat doch tatsächlich jemand gefragt, warum ich eine bestimmte Tagesangabe hier mache. Da habe ich ja dann nochmal erklärt, dass ich eigentlich vorhabe, das nur eine bestimmte Zeit hier zu machen, also ein komplettes Jahr. Aber dadurch, dass ich ja doch ein paar Tage verschludert habe. Oh, war nur das Herz-Outfit? Weiß nicht. Das habe ich bestimmt schon, ne? Egal. Und, dass ich deswegen sozusagen eine Zeitangabe habe, dass ich Tag so und so von so und so vielen eben schon streite. Nicht wirklich, aber ich glaube, ich habe keine. Weil hässlich. Und hässliche Dinge habe ich meistens am Anfang nicht gekauft. Und irgendwann habe ich gedacht, ach komm. Ich dachte tatsächlich, dass irgendwann die Bewohner anfangen zu fragen, hast du das und das Outfit? Hast du dieses und jenes und Cell und lala? Aber dem war nicht so. Deswegen hatte ich dann so eine Zeit lang, habe ich einfach mal alles gekauft. Aber mittlerweile, gucke ich halt nur nach... Warte mal. Ich glaube, den habe ich nicht. Ich glaube, den gelben Stuhl und den weißen Stuhl habe ich nicht. Oder ich verwechsel es mit einem Tisch. Weiß ich jetzt nicht mehr. Der war schon mal da. Da hatte ich ihn, glaube ich, auch verwechselt und dachte, ich hätte ihn. Dann hatte ich mich aber später dann doch nochmal versichert. Ja. Gelb und Weiß fehlen mir, genau. Siehste, so ein Käse lässt dann mein Hirn doch noch als Info zu. Das ist ja im Grunde genommen Verschwendung von Kapazität meines Hirns, ne? Dass ich sowas dann halt noch weiß. Das ist wie damals, als wir Panini-Bildchen in der Schule miteinander getauscht haben, ne? Da hast du ein Bild angeguckt und wusstest genau, das hat dir noch gefehlt. Das ist wertvoll. Hast du sofort gewusst. Aber damals waren die Panini-Alben waren auch nicht 500 Bilder stark und 1000 Euro wert oder was weiß ich, ey. Hau mir ab. Also allein schon die Fußball-Weltmeisterschaft, da waren ja unfassbar viele unnötige Bilder drin. Und dann waren auch noch falsche Bilder drin. Ach Gott, ne. Also eine Schande. Eine Schande war das Ding. Mein Vater zum Beispiel, der hatte ein Heidi-Panini-Album. Das war auch nicht voll. Ich weiß nicht, wir haben die Dinger nie voll bekommen. Und ich habe auch nie ein einziges Mal Bilder bestellt am Ende. Auch wenn gefehlt haben. Ich glaube, mein Alf habe ich sogar voll bekommen. Bin ich mir nicht sicher. Wir hatten auch Garfield, aber bei Alf war ich wirklich versessen drauf. Das war nämlich in der Grundschule und da waren wir alle irgendwie richtig begeistert. Und hast richtig gut fuckern können mit den Dingen. Handeln, also fuckern ist so mein Begriff für Handeln, also so Schulhofhandeln halt, ne? Untereinander gefuckert. Kommt ja von den Medici, ne? Von der Fuckerei.
gar nicht, ob das mehr so ein pfälzischer Ausdruck bei uns in der Gegend war oder ob ich das woanders her habe. Ich bin ja in der Pfalz, bin ich ja sozusagen groß geworden, habe aber saarländische wie auch pfälzische Verwandte. Und die haben dann wiederum noch bayerische Wurzeln, was sich in der Esskultur doch ein bisschen arg niederschlug in meiner Kindheit. Da gibt es so einige Rezepte, die kann ich heute echt nicht mehr sehen. Und ich bin mir sicher, ein original bayerischer Leber-Semmelknödel ist bestimmt richtig, richtig lecker. Aber oh Gott, wenn ich nur dran denke, kriege ich die Krise. Hat meinem Stiefpapa auch immer Spaß dran, wenn er mich damit ärgert. Und was gibt's heute bei dir zu essen? Semmelknödel? Haha, witzig. Nicht witzig. Er kann das wahrscheinlich nicht so richtig nachvollziehen. Bei ihm schmeckt das. Ich bin mir sicher, es hätte auch, wenn ich jetzt zum Beispiel das nochmal essen würde, würde es mir vielleicht auch schmecken. Also so ranzneutral gesprochen, vielleicht von jemand anderem gemacht oder so. Aber allein wenn ich nur schon dran denke, diese riesen Brotstücke, weil bei uns war das ja kein Semmelknödel, das war Semmelknopp. Und das Ding war so groß wie ein Laib Brot und wurde in Scheiben geschnitten. Und es waren riesige Stücke Brot und es war so mehlig. Also alles, was irgendwie so mehlig ist, da kannst du mich mit jagen. Und ich back viel. Also gerne vor allen Dingen. Aber wenn es so Bechamelsoße, so Mehlschwitze und Pfannkuchen im Sinne von, die man dann mit Hackfleischsoße sozusagen oder mit Pilzsoße so einrollt. Das ist alles so unfassbar mehlig in meiner Erinnerung und ohne jedes andere Gewürz außer... Ich weiß gar nicht, ich habe das noch nicht mal salzig in Erinnerung. Das Einzige, was ich salzig in Erinnerung habe, ist die Dampfnudel. Die war immer... ja, man sagt ja unten kross, aber die war einfach nur verbrannt meistens. Das heißt abschneiden müssen, sonst kannst du nicht essen. Und der Rest war einfach irgendwie nur so ein bisschen mehlig. Also meine Zunge erinnert sich irgendwie unfassbar daran, wenn ich dran denke. Ich krieg jetzt schon das Grausen. Demnächst müsste ich mir mal ein Crepe-Rezept raussuchen und das selber machen. Also in süß würde ich's essen, aber in herb eher nicht so. Der Zucker übertüncht so einiges. So, meine Kartoffeln sind wieder am Sprießen. Ich muss dann demnächst mal wieder irgendwas mit Kartoffeln machen. Ich hatte Kartoffelpüree letztens mit Spinat. Und dann hatte ich Pommes. Rosmarin-Pommes. Ganz weiß feines. Was hast du für ein... Habe ich dir das Hemd geschickt? Ich glaube schon, oder? Hey, Claudi. Genau, das wollte ich sehen. Ich habe gerade das Reifoutfit mit deinen Augen probiert. Ich sehe ausgezeichnet. Und schon stehst du vor mir und ich kann mich bei dir bedanken. Ui, ui. Vielen herzlichen Dank. Was ist los? Ui, ui. Hast du Hilfe nötig? Hast du folgendes gewusst? Je wärmer es draußen ist, desto mehr Ungeziefer gibt es. Ja, ne? Das ist bei uns genauso. Wenn es warm ist, bewegen wir uns mehr. Ja, das ist halt so die Natur. Ich denke darüber nach, eine Untersuchung durchzuführen, um zu sehen, wie viele verschiedene Arten von Insekten es hier in der Gegend gibt. Lass du mit, Launi. Bringst mir ein Insekt, egal welches. Danke. Ui, ui. Im Moment sind jede Menge Grashüpfe unterwegs, ne? Was andere? Obwohl, die Libellen auch. Die kleinen roten. Gucken wir mal, was wir als erstes hier aufstöbern. Gerne was Cooles bringen.
so eine Gottesanbieterin, die sind ja schon scharf, ne? Die sind ja schon verschärft, die Viecher. Warte mal dich mal an. Hey, wie geht's? Alles klar bei dir, Blitzer? Oh, wirklich großartig, das ist Musik in meinen Ohren. Blitzer! Im Ernst? Sag mal, Claudi, was gibt's Neues? Hast du Hilfe nötig? Ja, super. Ich hätte da etwas für dich zu tun. Dieses Outfit müsste zu Hanne gebracht werden. Ich sah es, als ich einkaufen war und fand es so schön, dass ich es einfach für Hanne kaufen musste. Aber dann habe ich vergessen, es vorbeizubringen. Und das könntest du jetzt vielleicht machen, Claudi, okay? Jo, geklappt. Danke für deine Hilfe. Vergiss es nicht, Witze. Es hat sich irgendwie noch keiner um Olivia gesorgt. Eigentlich ist noch keinem aufgefallen, dass die weg ist. Kann das sein? Ja, boys, mein Gott. Ah, tut mir leid, aber ich bin im Augenblick etwas in Eile, Bibbe. Du hast gerade eben einen Fisch angestarrt. Oh, mein Fehler. Claudi, richtig? Ach, ich dachte, du wolltest mich anhauen oder um einen Gefallen bitten, Bibbe. Ich glaube, ich bin bei Mädchen und Jungen gleichermaßen beliebt. Jeder möchte mein Freund sein. Ach, manchmal ist es einfach zu viel, Bibbe. Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas, Bibbe? Kann ich helfen? Hat jemand einen Ball? Es wäre klasse, wenn ich mir ganz kurz einen ausleihen könnte, Bibbe. Wenn ich mit meiner Nichte Ball spielen könnte, verlief der Besuch viel problemloser, ganz sicher. Ich gebe zu, ich passe gerne auf die Kleine auf. Überrascht dich das, Bibbe? Ja, die kleinen Lämmer irgendwie, ne, auf die schiefe Bahn bringen. Ja, ja, ist klar. Hab, guck mal, Heuschrecke. Hallöchen. Schön, Mädchen, wieder, Claudi. Was ist los? Ui, ui. Insekt gefangen. Ne Heuschrecke. Die Heuschrecke zeigt sich also ungefähr um diese Jahreszeit. Ui, ui. Das ist ziemlich wichtige Information, findest du nicht auch? Ich möchte dir für deine Hilfe danken, ui, ui. Hast du eine Yucca-Palme zu deinem Innenraumdesign? Ich frag nur, weil es ein ziemlich einfaches Design hat. Ich freue mich darauf, bald wieder bei dir zusammenzuarbeiten. Ui, ui. Was war das denn bitte schön für ein Move? Wer darf denn da oben? Ach, guck mal da. Nein, ich möchte nicht. Ich sage dir zum letzten Mal, du geistige Wesen. Geh weg, weil du. Warte, du bist nicht blöd. Ich dachte, ich werde wieder einer dieser Komiker, die deine Töne verkaufen. Weil du? Also dann, weil du. Was führt dich her? Kann ich helfen? Genau in der rechten Zeit. Ich. Ach nee, da habe ich mich ja schon drum gekümmert. Schade, nee, dann habe ich noch keine Arbeit für dich, weil du. Die Hanne, die wohnt. Was macht denn ihr hier? Fischstalking oder was? Ja, hol dich mir, klatscht! So, weg da. Tachchen. Guck mal, der Frosch steht auf dich. Ach, Frosch. Ist ja eine Ente, oder? Ja, eine Ente. Hey, was machst du hier? Kommst du häufiger her, Muskat? Was mich betrifft, mache ich nur einen kleinen Spaziergang, um fit zu bleiben, weißt du? Das ist wichtig. Was kann ich für dich tun, Muskat? Die Frau? Oh, vielen Dank. Ich bin schon ganz gespannt, wie mir dieses Outfit steht. Ich werde es mal anprobieren. Oh, du siehst so richtig verwegen aus mit der Achterkugel, du. Wie sehe ich aus? Sei ehrlich, du kannst richtig sagen, was ich umwerfend aussehe, Muskat. Um mich zu bedanken, bin ich losgezogen, hab dir dieses besondere Möbelstück besorgt. Du hast so viel für mich getan. Claudi, ich kann dir gar nicht genug danken. Okay. Wir kennen uns seit gestern. Warte, da unten wohnt noch ein...
Tut mir leid, aber ich bin im Augenblick etwas in Eile. Oh, mein Fehler, Claudi, richtig. Ich dachte, du wolltest mich wieder anhauen oder einen Gefallen bitten. Ich glaube, ich bin bei Mädchen und Jungen gleichermaßen lieb. Jeder möchte mein Freund sein. Ach, manchmal ist es einfach zu viel. Brauchst du irgendwas? Unterhalte mich. Ich habe heute aufgeräumt und sauber gemacht. Ja, hab ich auch ein bisschen. Dabei habe ich etwas gefunden, das ich nicht mehr brauche, aber zum Wegwerfen ist es zu schade. Das ist eine Waage. Kannst du sowas gebrauchen? Ja, gut, nehme ich. Ah, ich würde doch alles nehmen. Du würdest doch alles nehmen, was mir einmal gehört hat. Na gut, sehr bitte. Mir macht es ja Spaß, meinen größten Fans dann und wann eine Freude zu bereiten. Okay. Ich hätte gern ein Autogramm unter diesem Kaufvertrag. Oh, warte, sag nichts, bist du Claudi? Ich meine, das ist dein Name, oder nicht? Auf Pink. Selbstverständlich, habe ich nicht vergessen, du Kindskopf. Sagen das nicht normalerweise die Jungs, wenn sie einen Namen vergessen? Ich habe mich ungefähr, 8 Millionen Mal mit dir unterhalten auf Pink. Ich wollte gerade sagen, Verona ist doch kein Männername. Also, nicht, dass ich wüsste, weil Andrea ist ein Männername. Hey, wolltest du was? Auf Pink? Gibst du mir Arbeit? Oh, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich habe die ideale Aufgabe für dich. Auf Big. Kennst du Jeanette? Könntest du bitte mal von diesem Schmarotzer mein Pokémon Pikachu holen? Könntest du es, wenn du mal bei Jeanette vorbeikommst, für mich dort abholen? Auf Big. Ja, mach ich. Okay, komm mal in die Buschen. Danke. Was sind die wieder nett hier? Überaus freundlich. Gut, warte mal. Hallo! Hey, wie geht's? Alles klar bei dir bisher? Oh, wirklich? Warte mal, Peter Maffay wollte ich so, ne? Wirklich, großartig, das ist Musik in meinen Ohren. Nee, das ist jetzt zu sehr französisch. Im Ernst, haha. Egal, du bist doch sicher irgendwas, oder? Also, warum geht es bisher? Hilfe nötig? Oh ja, ich hätte da eine Kleinigkeit für dich zu tun. Ich habe Prinz neulich einen Terminplaner geliehen. Spitzname Stibitzi, Wahlprinz, immer alles Mobs. Ich habe nur leider viel zu tun, um mich darum zu kümmern. Könntest du ihn für mich abholen? Machst du das? Okay. Ja, das war's dann wohl. Ich zähle auf dich, Claudi. Hey, Claudi, hast du schon zu Mittag gegessen? Nee. Ich habe mir den Magen mit lauter Farce vollgeschlagen und spüre ihn jetzt. Ungesund schön. Ich bezweifle, dass ich mich in nächster Zeit viel bewegen werde. Worum geht's? Brauchst du was? Oh, das ist sehr nett von dir. Ich hätte Prinz schon vor einiger Zeit dieses Outfit bringen sollen. Aber ich war so dösig, dass ich völlig vergessen habe. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Wenn du es für mich abliefern könntest, wäre das eine große Hilfe. Willst du das tun? Viel Glück! Okay, also Hannah habe ich was gebracht. Den Ball muss ich noch finden. Prinz hat zwei verschiedene Dinge. Einmal was abholen, einmal was bringen. Jeanette hat noch was. Hier ist keiner. Zumindest keine Fußtappen. Ah. Okay, war ich schon mal in deiner Bude? Weil wie sieht's denn hier aus? Passt ja gar nichts zusammen. Claudi, hallo du da. Du kommst mich in letzter Zeit auch besuchen. Was, Quacki? Es muss doch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst. Ich hab es. Oh, tut mir leid, ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, dass du es zurückbringen musst. Von jetzt an werde ich Dinge, die ich ausleihe, selber zurückbringen. Das wär's, glaubt. Dann gib mal dein Bestes. Hm.
Danke, Claudia. Du hast mir ein Designer-Outfit geschickt. Das ist ziemlich cool. Ich sehe gut darin aus. Ja, so ein Outfit habe ich mir schon lange gewünscht, Coop. Aber ich konnte es mir nicht leisten. Ich glaube, ich trage es mal ein Weilchen. Vielleicht bringt es mir ja Glück. Coop. Süß. Also, was willst du? Ich habe eine Lieferung. Du bringst mir also endlich mein Outfit. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Ich sieh's gleich mal an. Oh, es sieht so toll aus. Ein bisschen zu gut. Ich fürchte, das Outfit sieht besser aus als ich. Deine Belohnung ist diesmal ein Outfit. Was gibt aber das, was er mir gerade eben ausgezogen hat, oder? Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich danke dir sehr. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sicher vergeilt. Ein Designer-Outfit. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Stinkbeutel. Ups, was war das? Cool. Also, was willst du? Ich will was holen. Oh, schön, dass du hier bist. Suchst du den Terminplaner? Das Dumme ist, dass ich ihn General geliehen habe. Da habe ich ihn nicht mehr hier. Vielleicht wirklich dumm. Aber wo du schon mal unterwegs bist, kannst du ihn doch gerade bei Ra abholen. Sag mal, ohne Scheiß. Was ist denn das? Ein Notizblock könnte ich ja noch irgendwo verstehen, aber ein Terminplaner? Warum zum Geier tut man das verleihen? Macht doch wohl gar keinen Sinn. Was ist denn das für ein Fisch? Ah, Goldfisch. Das war mal ein ganz kleiner Schatten, meine Güte. Ja, boah, kann ich. Ich gehe mal kurz beim Terminplaner gucken, bevor ich schon wieder 3 Tage lang vergesse. Und zwar, da gibt es irgendein Ereignis diesen Monat. Oh, doch nicht. Doch, am 23. ist was, ne? Sportfest, genau. Nächste Woche. Sehr schön. Und was ist es hier? Tag der Erkundung. Hä? Achso, ja, Halloween, genau. War noch irgendwas im Herbst? Achso, das ist. Was? Achso, Bürgermeistertag. Ja, ich bin ja sowas wie Bürgermeister hier. Polizeitag? Angelturnier. Meine Güte. Schlussverkauf, Herbstfest. Ah, das ist Erntedankfest, ne? Ah, im November geht ja viel ab, ey. Der Schneetag. Ah, fängt es hier im Dezember an zu schneien? Spielzeugtag. Ah ja gut, das weiße Weihnacht, ne? Das ist ja dieses Klischee, was selten erfüllt wird, aber irgendwie in vielen Köpfen zu sein scheint. Also ich kann mich erinnern, dass an Weihnachten, also 24. ist das ja bei uns, Heiligabend, dass da selten Schnee lag. Wenn, dann war es in den Ferien und... Also Ferien jetzt so mitten in den Ferien, weil Weihnachten bin ich zwar auch immer zu meinen Großeltern, sind wir ja dahergefahren, aber so richtig... So richtig Schnee war meistens in den Ferien und da waren die Eltern nicht da, weil da war ich dann alleine bei den Großeltern. Meine Erinnerung ist eher, dass Schnee anfing so ab dem 25. Wo es dann auch super praktisch ist im Grunde genommen, weil da sind Feiertage und da muss keiner durch die Gegend kurven. Irona, die läuft hier unten irgendwo rum. Der noch hier rumläuft. Okay, hier ist sie. Ah, da ist er. Guten Tag, alles in Ordnung, aufpicken. Was los? Aufpicken? Lieferung. Oh, hey, du hast mir mein Pokémon Pikachu zurückgebracht. Wie lieb von dir. Wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist, hätte ich es selber abgeholt. Aufpicken. Das Muster dieses Briefpapiers soll dir sagen, wie dankbar ich dir bin. Aufpicken. Claudi, es ist gut zu wissen, dass es Menschen wie dich gibt, die so hilfsbereit sind. Jo, ich glaube, ich bin fast voll, ne? Nee, nicht ganz.
Den Ball habe ich jetzt immer noch nicht gesehen. Ich glaube aber, ich war da oben im Norden noch nicht so richtig zugange. Ja, Marius habe ich auch noch nicht angesprochen. Gaston noch nicht. Habe ich eigentlich noch irgendwas? Nee, ich muss mal noch das Bild ins Museum bringen. Jetzt bin ich schon dreimal im Museum vorbeigelatscht. Ich hatte es aber auch nicht vor, zurück zu, ins Museum zu bringen. Also, das ist mir jetzt erst eingefallen, dass ich das mal Sachen machen könnte, um die Plätze freizukriegen. Das ist also der Delacroix. Nun, er hat eine bestimmte Art. Ich bin sicherlich der Einzige, der, aber ich bezweifle, dass es sich dabei um Delacroix handelt. Der ist von Nook, der muss so gescheit sein. Wir sind Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Gibt es vielleicht noch etwas, was Sie stiften möchten? Ihre Unterstützung wird hochgeschätzt, wahrlich. Ich hoffe inständig, dass wir weiterhin Ihrer Gönnerschaft versichert sein können. So, wo hat er den denn dann hingehangen? Wo prangt er denn? 2 von 5. 3 von 7. 4 von 9. Wie rechne ich denn das so? 5 von 12. 10, 4, ach, da ist er doch. Wollte gerade sagen. Ja, man sieht es auch richtig schalischt. Ja gut, die ist barbusig, ne? Das haben sie sich dann wohl nicht so getraut. Ich glaube, mittlerweile sieht man es schon richtig bei New Horizons. Obwohl, ich könnte mir gut vorstellen, dass es in der amerikanischen Version auch gepixelt ist. Die sind ja da ein bisschen... Miep! Das ist ja dann, ne, das ist keine Kunst, das ist Pornografie. ja, ist nicht nett, sich über die Verklemmtheit einer Kultur lustig zu machen, ne? Das ist, man könnte ja spitzfindig sagen, das ist so ziemlich der Grund für alles, was bei denen schief läuft. Also nicht, dass sie verklemmt sind, sondern dass sie so tun, als wäre das tatsächlich, als wäre Prüderie eine Tugend. Ein Typi meinte mal im Radio, der Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern ist, in Deutschland würde eine Dokumentation über die ideale Stellung, sexuelle Stellung eines für einen Menschen mit Bandscheibenvorfall im Fernsehen laufen, würde sich kein Mensch was dabei denken. Und bei den Amis wird sofort jemand beim Sender anrufen, sich beschweren darüber, was da für ein Schweinkram läuft, aber gleichzeitig den Videorekorder einschalten, um es aufzuzeichnen. Solange es doch läuft. Das fand ich sehr lustig. Aber das ist auch klar. Ich meine, ich hab das dumme Gespräch hatte ich ja schon mal, von wegen, bei uns in Europa ist es nun mal mit nackten Körpern, haben wir natürlich auch ein bisschen Prüderie in den 50ern vor allen Dingen gehabt, ne? Aber generell sind wir durch unsere Kultur und durch unsere Geschichte ist doch auch mehr gewohnt gewesen über, ne? Also wenn die Straßen von Pest und Cholera mit nackten
verwesenden Körpern voll waren, dann hat man irgendwann so ein bisschen sozusagen die Scheu vor Nacktheit verloren. Und ich würde mal unterstellen, dass das so ein bisschen natürlich auch Einfluss hatte. Plus dann auch die Tatsache, dass eben in Ostdeutschland FKK eben auch noch entstanden ist. Das ist ja auch was Cooles. Oh. Haben wir tatsächlich 3 Millionen voll. In die ganzen Briefe. Ah, ich habe ja noch genügend Briefe. Kann man die dann noch ein bisschen losdrücken. Also gewisse Schamhaftigkeit ist ja auch... Schamhaftigkeit soll ja anerzogen sein, habe ich gehört. Also gelesen habe ich zumindest, dass dieses Adam und Eva Prinzip, dass man als Nacketer als Kind rumrennt, dass das ja, die denken sich ja da nichts bei, ne? Warum auch? Das kommt dann erst sozusagen durch die Umgebung, dass man durch die sozialen Normen sich da ein bisschen zurückhalten sollte, statt, was weiß ich, pullarschnackig durch die Gegend zu rennen, während was weiß ich, während man im Supermarkt ist oder so, ich weiß ja nicht, sowas halt, ne? Bei manchen fehlt das ja dann, ne? Das ist auch schon faszinierend. Ich hatte zum Beispiel meine Nachbarfreundin, die hatte das auch nicht. Das war der total wurscht. Die war das halt so gewohnt, ne? Da hatte die mal eine nasse Hose. Ich weiß gar nicht von was. Ob die, also die hatte nicht in die Hose gemacht oder so. Aber die hatte mal eine nasse Hose, weiß der Geier was. Und ich hab's nur erzählt bekommen. Meine Oma meinte dann, ey. Nee, Quatsch, das war bei uns zu Hause. Wir hatten nämlich auf unseren Stühlen so Polster. Und dann wurde sie dann gebeten, dass sie sich bitte da nicht draufsetzt, weil das dann auch nass ist. Und dann macht sie so ganz einfach, dann hat sie die Hose runtergezogen, hat sich dann mit dem puddelarschnackigen Popo, hat sie sich draufgehockt. Habe ich erzählt bekommen. Jo, ich habe hier Klamotten, die du mir geschickt hast, Mann. Da habe ich direkt angezogen, mon ami. Wirklich gut, dieses Relais-Outfit. Was immer es ist total cool. Danke, Claudi. Das ist genau richtig für die Muskelbude, mon ami. Sag mal, Claudi, was gibt es Neues? Hast du gefallen, nicht? Oh, super. Auf die Sekunde genau. Gerard hat mein Brillenetui geliehen und ist es nicht zurück. Ich finde das unmöglich. Mir hängt das Ganze langsam zum Hals raus. Könntest du also zu Gerard gehen und das gute Stück dort abholen? Jupp. Genau so ist es. Darum geht's. Lass mich nicht hängen. Der ist irgendwo am Rumgeistern. Okay, ich kann nicht angeln. Hey, so sieht man sich also wieder, mon ami. Sag an, was kann ich für dich tun? Was gibt's Neues seit 5 Sekunden? Ich bin heute Morgen aufgewacht und jeder Muskel in meinem Körper hat vom letzten Training weggetan. Ich war so glücklich, dass ich aus dem Bett gesprungen bin und getanzt habe, was übrigens wehgetan hat. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt, mon ami. Das ist so ein richtiger Sportler, also so ein richtiger masochistischer Spitzensportler. Als ich letztens Gliederschmerzen hatte, bin ich auch joggen gegangen, aber nur weil ich wusste, dass es nicht besser wird vom Rumhocken. Und nicht weil es toll war. So, hier war ich noch nicht. Wo ist denn dieser Dusselball? Der muss doch hier irgendwo rein. Gerard ist irgendwo... Ah ja, der war bei Lana dort unten. So, also der Ball ist hier schon mal nisch. Oh.
Hey, Simon, das ist das Outfit, das du mir geschickt hast. Ziemlich schick, was? Das wäre doch nicht nötig gewesen, Herr Blatt. Also ich weiß nicht, ich, dir steht's nicht. Aber sie ist nicht so... Aber sieht es nicht gut aus? Aha. Ja, also was willst du, Herzblatt? Brauchst du was? Ja, genau zur rechten Zeit. Ach nee, da habe ich mich schon drum gekümmert. Schade, nee, dann habe ich doch keine Arbeit für dich, Herzblatt. Gott sei Dank. Mein Hirn kann schon nicht mehr aufnehmen, was ich tun soll. Ich sollte zu Gerard gehen, der hat zwei Dinge gebunkert und ich soll einen Ball finden. Ich höre nichts. Und Bubi, wie geht's dir? Hey Claudi, hast du schon zu Mittag gegessen? Ich habe mir den Magen mit lauter Fraß vollgeschlagen und ich spüre ihn jetzt. Ich bezweifle, dass ich mich in letzter Zeit viel bewegen werde. Also, was willst du? Hast du Gefallen nötig? Oh, du hättest früher kommen sollen. Kürzlich hätte ich was gehabt, aber jetzt nicht mehr. Eben hat er ausgesehen, als müsste auf Toilette. So, also, was soll ich denn hier? Okay. Vielleicht bei der Polizeistation? Ich gehe erstmal hier oben gucken. Vielleicht habe ich hier den Ball übersehen, weil ich andere Dinge im Kopf hatte. Nun bin ich ein nie verjähriger Energiefälle, nicht wahr, weil du? Alter, weil du, was für dich her? Ich will was holen. Claudi, Prinz hat das Brillenetui neulich mitgenommen. Prinz war Feuer und Flamme und hat so lange gebeten und gebettelt, bis ich einfach ja sagen musste. Ich muss also leider passen. Das gute Stück kannst du dir bei Prinz abholen. Tut mir leid. Ja, jetzt warte. Du bist ein... Ich will was holen. Hier, der Terminplaner von Hula. Bist du sicher, dass es dir nicht so viel wird? Danke, weil du... Okay, mehr habe ich nicht zu sagen und jetzt mach ihn. Gut. Ich bin ja gerade dabei, ein Stück meines Gartens zu verkaufen und ich habe ja tierisch drauf bestanden, dass es bei 5 Metern bleibt. Aber jetzt hat der Vermesser gemeint, es wäre günstiger, wenn man das an der Grenze machen würde. Und ich, Trottel, habe natürlich unter günstig verstanden, dass es sich auf den Preis vielleicht auswirkt, so rum. Aber jetzt so im Nachhinein bin ich mir da gar nicht so sicher. Vielleicht meint er unter günstig einfach nur, dass es für ihn einfacher ist, das Messen. Das wären dann 6 Meter 25, würde ich schätzen. Das könnte auch ein Tickelchen mehr sein. Das Problem ist eigentlich, dass dann meine Kiefer mit inbegriffen ist. Und mir wurde zwar versichert, das ist ein ja schöner Baum und er stört ja nicht und man könnte ihn ja eigentlich stehen lassen, aber der würde genau auf der Grenze dann stehen. Und der Zaunmensch ist bestimmt nicht so sonderlich begeistert, dass der da drumrum wursteln muss. Also wird der am Ende doch weichen müssen. Und ich bin da... Ich weiß nicht, ob das jetzt meiner Gutmütigkeit zugeschrieben wird, dass ich dann gesagt habe, ja, machen wir, oder... ob ich tatsächlich damit einverstanden oder damit klarkommen. Weil das Ding ist halt, es ist kein so richtig riesiger, prächtiger Dollarbaum, aber er ist gesund, mir gefällt er und er war ja eigentlich sozusagen unsere Weihnachtskiefer. Ich habe nämlich angefangen, irgendwann keine toten Tannenbäumchen mehr an Weihnachten aufzustellen, sondern ich habe tatsächlich
verschiedene Nadelbäume habe ich dann gekauft. Mit Wurzel. Sodass man die eben in den Garten setzen konnte. Und mein Vater meinte dann auch von wegen, ja, irgendwann hast du nicht mehr genug Garten für die ganzen Bäume. Es stehen auch nur zwei im Garten. Also das war gerade zu dem Zeitpunkt, als er dann verstorben ist. Und ich habe dann aus einem riesigen Brett habe ich dann eine Tanne ausgesägt und habe dann im Grunde genommen eine stilisierte Holztanne habe ich dann an Weihnachten dann aufgestellt. Die sogar meiner Oma gefallen hat, weil die war ja mehr so die klassische Tanne hinstellen. Ich fand das halt jedes Jahr eine Tanne, ich fand das jetzt nicht so prickelnd. Und eine aus Plastik finde ich jetzt auch irgendwie nicht so toll. Vor allen Dingen, die Dinger halten ja nichts aus. Ich habe hier so Glasornamente für aufzuhängen. Hatte ich mit dir schon gequatscht? Oh, Claudi, sieh mal, das ist das Outfit, das du mir geschickt hast. Ziemlich schick, nicht wahr? Also habe ich noch nicht mit ihm gesprochen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber sie ist nicht gut aus. Aha, also dann, Baby, was für dich, ja? Kann ich helfen? Oh ja, ich habe was für dich zu tun, aber das wird nicht leicht. Könntest du Olivia diesen Terminplaner vorbeibringen? Ach, guck mal, dort ist sie wird doch vermisst. Das Problem ist, dass niemand weiß, in welcher Stadt Olivia jetzt lebt. Und jetzt kannst du ein derartiges Wagnis auf dich nehmen? Geht klar, ich weiß, wo sie ist. Ja, wenn du das jetzt machen willst, dann nichts wie los, Baby. So, der Ball. Irgendwie. Ja, sagen wir mal so, wenn ich ihn jetzt nicht finde, würde ich dann doch mal in die andere Stadt reisen. Dann habe ich vielleicht bessere Chancen, dass der Ball hier irgendwo ist. Es kann natürlich auch sein, dass Lana sich dessen dann nicht mehr erinnert. Das ist natürlich auch möglich. Und, ja, ich weiß noch nicht so richtig. Also sagen wir mal so, es hieß zwar, dass sie jetzt hier ausmessen werden den halben Tag, aber mit günstig war wahrscheinlich doch das Einfachere tatsächlich von ihm angesprochen worden, weil die sind jetzt schon wieder weg. Also dafür, dass es hieß, einen halben Tag müssen sie hier mit 8 Mann rumwuseln oder mit 3. Waren es 3? Nee, es war 8 Uhr mit 3 Mann so rum. Zahltorrett. Ja. Ich bin jemand, Veränderungen komme ich nicht so sonderlich gut klar. Ich muss mich immer ein bisschen dran gewöhnen an irgendeinen Käse. Oh. Aber einen gesunden Baum halt zu fällen, das ist mir schon ein bisschen zuwider. Es ist halt, ja. Achso, Wulle war noch hier unten irgendwo. Bitte, du schon wieder. Hallo, Wiesel. Sag mal, Claudi, was gibt's Neues? Ich hab eine Lieferung. Das ist der, das ist mein Terminplaner. Ich hätte nie erwartet, ihn wiederzusehen. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn finden würdest. Unglaublich. Schreibst du gerne viele Briefe? Ich habe hier nämlich dieses tolle Briefpapier. Nimm es als Dankeschön. Claudi, du leistest gute Arbeit, egal was die anderen sagen. Danke, Wiesel. Ich glaube, diesen unfassbar viele Briefpapier werde ich vielleicht doch benutzen, um ihn in der anderen Stadt mal Briefe zu schreiben. Ich glaube, da hätte ich irgendwie jetzt voll Bock drauf. Hier geht's ab mit den ganzen
Libellchen. So, den Ball habe ich wie gesagt nicht gefunden. Ach, guck mal da. Was haben wir denn hier Feines? Ach, die Hanne. Was hat sie denn geschenkert? Ein Asia-Outfit. Schick. Hallo, Claudi. Hallöle. Was gibt's Neues? Erzähl mal. Das hier habe ich neulich gekauft, dann aber gemerkt, dass ich es nicht brauche. Tschüss, mach's gut, deine Freundin Hanne. Hm. Das hätte ihr zum Beispiel gut gestanden. Oh, Lana. Hallo, Claudi. Auf Briefe zu antworten ist so gewöhnlich. Naja, mein Freund und ich wollen einen Kaiserschnapper angeln. Das ist so aufregend. So viel für heute. Modische Grüße, Lana. Ey, Mo. Wo hat sie sich noch drüber beschwert, dass er Fische an die Wand nagelt? Ein Kaffeestuhl. Hallo, Claudi. Hey, Claudi. Gibt's was Neues? Ich hab was super Tolles. Hier ist auch so eins für dich. Jetzt fassen wir zusammen. Lass uns was unternehmen. Ich drück dich. Doro. Gaston. Hallo, Claudi. Denk nur, Claudi. Ich habe deinen Brief gelesen. Im Nachbarort wurden lauter nette Sachen verkauft. Sieh doch nur. Man sieht sich irgendwann. Gaston. Dunkelstein. Ach, das sind Schrauben. Ich dachte eben schon, da wäre so ein ganz kleiner Kussmund wäre da drauf. Nein, ist es nicht. So. Ja, doch. Werde ich tun. So. Ich erst mal noch krabbeln. Ein Ski-Outfit. Gut, also Briefpapier brauche ich nun wirklich nicht mehr. Versammelt. Hallo, Miete Maus. Hallo, mein Freund. Na du. Hey, Vicky, ist alles klar bei dir? Oh ja, also wirklich großartig. Das muss singen, meine Ohren. Oh ja, im Ernst. Hey, sag an, was kann ich für dich tun? Kann ich helfen? Gerade fällt mir nichts ein. Wenn es was geben soll, sag ich dir Bescheid. Oh ja. Ach, mein Freund. Also eher ja nicht. Es war ein anderer Konrad. Aber ich habe an dem irgendwie einen Narren gefressen. Ich habe auch schon meiner Nachbarn gesagt, wenn die sich da Hühner anschaffen wollen, ne, wenn irgendwann eins weg ist, dann können sie wissen, wo es ist. Werde ich Hühner kuscheln machen. Weil ich glaube, das habe ich blöd formuliert. Ich glaube, sie hat das so verstanden, dass ich die klauen würde. Nee, wenn die ausbüchsen, von alleine ausbüchsen, ne, dann...
ist halt, das ist, wenn ich dumm schwätze, denke ich manchmal nicht dran, wie blöd das Bahn mit dem Gegenüber ankommen könnte. Ich denke halt manchmal nicht so richtig nach, was ich da phase. Das ist der Orient-Kommode, oder? Truhe. Keine Ahnung, aber egal, ich nehme sie. Also Freizeitoutfit sagt mir was, aber diese komische Farbe hätte mir jetzt ehrlich gesagt nichts gesagt. Sieht ein bisschen nach Batik aus, also so verwaschen. Okay, werde jetzt die Briefe schreiben. So. Jetzt habe ich mal eine riesen Ladung an Briefen jetzt zusammen getextet. Es ist halt nur so, ich bin jemand, ich stehe zu meinem Wort, egal wie. Und das ist jetzt, zwei Nachbarn habe ich jetzt gesagt, dass ich tatsächlich nur 5 Meter verkaufen werde und dass die Tanne, ums Verrecken, nicht angetatscht wird. Ja. Und, ne, also einerseits habe ich jetzt im Grunde genommen mein Wort gebrochen, gegenüber den beiden und gegenüber auch mir. Und andererseits habe ich jetzt aber den anderen Nachbarn zugesagt, dass ich es machen werde. Also, ich bin nicht gut zwischen Tür und Angel. Deswegen mache ich ums Verrecken auch keine Türgeschäfte. Also, wenn da irgendwelche angeblichen... Also, angeblich kommen sie ja immer von Telekom, was ja nicht stimmt. Na, also, das ist jetzt nicht Betrug in dem Sinne, sondern es ist schlicht und ergreifend eine was weiß ich, Privatfirma oder so, keine Ahnung. Weil da, wo Geld gemacht wird, da sind die ja sowieso gern dabei. Und wollen einem dann Glasfaser unbedingt halt, dass das verlegt wird, wollen die einem da andrehen. Also zumindest war das vor ein paar Jahren so. Die haben ständig genervt. Und ich habe dann gesagt, ich mache keine Geschäfte an der Tür. Nein, einfach nein. Das ist nicht mein Ding. Weil ich ich bin ja, ich wurde so zu erzogen, ne? Nett, abwaschbar, freundlich und zuvorkommend. Und das ist immer noch tief in mir drin und ich will es jedem recht machen. Und deswegen tue ich das absolut nicht an der Haustür, irgendwelche Dinge zu. Nein, einfach nein. Ich bin dann auch überaus unfreundlich, weil ich ganz genau weiß, wie sehr ich da anquatschbar bin. Und jetzt war gerade eben sozusagen auch diese Entscheidung, so zwischen Tür und Angel zu treffen und es ist schwierig. So, jetzt kann ich noch ein paar Briefe schreiben. So. Da sind jetzt leere Briefe. Und jetzt habe ich tatsächlich jedem Einzelnen hier in dieser Stadt habe ich einen Brief geschrieben. Also zumindest den man schreiben kann. Es ist witzig, also dadurch, dass ich ja sozusagen jetzt schon mein Wort gegeben habe, das ist eine Entscheidung und die ist jetzt für mich auch so unumstößlich. Und ich finde mich mit sozusagen gegebenen Tatsachen, finde ich mich eigentlich ganz gut ab, weil wenn man etwas nicht ändern kann, ne, lalala, ich könnte jetzt auch sozusagen wieder von dieser Meinung zurücktreten, das ist mir schon klar. Aber dieses Wankelmütige, das ist, das möchte ich auch wiederum nicht.
Und sie hat mir ja auch offeriert, dass ich das noch umändern kann. Ich habe dann auch gleich zur Sprache gebracht, dass wir dann halt von den Gabionen, die wir da setzen sollen, dass es dann halt ein bisschen mehr, also mindestens eine, vielleicht mehr. Also ich hatte ja gesagt, 5 Meter Zaun wäre ich mit einverstanden und der Rest dann halt, das wären 6 Meter Gabione. Das Problem ist, es hat sich ja jetzt rausgestellt, dass es keine 11 Meter Zaun werden, sondern dass es mindestens 12 Meter Zaun sein werden. Das heißt, da ist ein Meter sowieso sozusagen noch dabei, ne? Der so ein bisschen Kulanz wäre. Das hatte ich aber auch mehr so im Kopf, weil eben die Tanne, dass die nicht direkt vor so einem blöden Zaun steht, sondern dass da der Teil ist, wo ich dann auch ein bisschen Stein und so dekorieren kann, dass dann eben eine bewachsene Wand dahinter ist, damit der Baum ja so ein bisschen besseres Klima hat, statt eben nur so ein Plastik-Metallzaun. Jo, das fällt ja jetzt sozusagen flach, weil ich sehe von meiner Seite dann sozusagen ja keine Tanne mehr, die wäre ja dann auf der anderen Seite. Falls das nicht so, wie ich mir das jetzt denke, der Baum wirklich mitten auf den Zaun eben, auf die Linie eben fällt. Und dadurch ist ja das, was ich sage, sowieso dann alles hinfällig, weil dann muss der Baum weg. Dann sagt der Zaunfuzzi, sagt dann, nee, sorry. Ja, ne, also geht es nicht anders, weil der würde die Wurzeln dabei beschädigen, wenn der dann den Aushub macht. Ja. Also es ist, in meinem Kopf ist es jetzt irgendwie schon beschlossen. Vorhin sind mir zwar ein bisschen so, also ich habe feuchte Augen bekommen, weil das, wie ich ja gesagt habe, es ist ja eine Weihnachtskiefer. Und das war im Grunde genommen noch so der letzte Weihnachten mit Vater und Oma zusammen. Und ich bin ja normalerweise nicht so ein sentimentaler Typ, ne? Aber es tut mir halt um den Baum irgendwie auch so leid. Ne, also, ja. Es ist ein Lebewesen. Und der Witz daran ist ja, dass ich gerne lebende Dinge in meinem Garten habe, statt irgendwie so Dekosteine und fragt der Geier, was alles Leute so für einen Mist in ihren Garten stellen, damit es halt akkurat und toll aussieht. Ich weiß, jeder, der meinen Garten sieht, würde sagen, der ist total ungepflegt und er sieht aus wie Müllhalde. Das ist nicht das, was ich sehe. Ich sehe jede Menge Insektenvielfalt. Es lebt sich in Midgard wirklich angenehmer als in Utgard, Engelchen. Ja, ganz toll. Ich weiß, dass ich erst seit kurzem hier bin, aber ich liebe diesen Ort bereits. Naja, du hast eine Entscheidung getroffen und jetzt stehst doch dazu. Das Thema hatten wir gerade eben. Ich denke, ich werde eine Weile hier bleiben. Also, Claudia, was willst du? Du hast einen Krempel bei uns daheim vergessen. Da hast du. Das sieht aus wie mein Terminplaner. Moment mal, du bist extra hergekommen, um ihn mir zu geben? Oh, danke, Engelchen. Ich wusste, dass ich ihn Bolle gegeben hatte, aber ich hatte vor dem Umzug keine Zeit mehr zum Abholen. Diesmal bekommst du als Belohnung Sternis. Oh, Entschuldigung, das war ein Rülpserchen. Ein Bäuerchen. Ich glaube, ich sollte was essen. Ich glaube, das ist die Luft, die sich so langsam in meinem Magen sammelt und die sich beschwert, dass ich nichts gefrühstückt habe. Danke deiner Hilfe, Knias. Ganz schnell. Ich bin dir außerordentlich dankbar, Engelchen. Ich hätte sogar noch Zeit, zum Bäcker zu gehen, sehe ich gerade. Dann könnte ich mir noch ein Brötchen kaufen, damit ich die Salami da drauf klatsche. Ich habe mir nämlich Salami gekauft. Ganz tolle, leckere Salami habe ich mir gekauft. Die kann ich aber nicht aus der Hand essen. Genauso wie ich Käse. Ja, wohl, doch, Käse kann ich so aus der Hand essen, aber es ist mir doch lieber, wenn ich dann ein Stück Brot drunter habe.
Mäuschen. Ich habe jetzt mal fein in mein Brot reingebissen. Ich habe so ein Mini-Brot gekauft. Hat mich jetzt gewundert. Kostet nur 2 Euro. Das Ding ist von der Größe her vielleicht so 2 Doppel weg. Also Wasser weg heißt das eigentlich wahrscheinlich. Nee, Wasser weg? Ja, egal. Aber er ist natürlich um einiges schwerer. Aber ich habe mal wieder richtig Gammel nach Brot gehabt. Richtig gescheites Brot. Das Zeug im Supermarkt, also Toastbrot, das ist ja Schnäkse. Das esse ich ja nicht für Frühstück oder um tatsächlich meinen Hunger zu stillen, weil das Zeug ist ja nichts. Das ist Luft, Mehl und Zucker. Mehr ist das ja nicht. Also gut, jetzt drücken wir den mal ein bisschen weiter. Quatschdussel da, wenn eine hier spricht, dann nicht das. Ah, apropos, ich habe jetzt den Typ vom Vermessungsbüro, habe ich jetzt nochmal angequatscht. Ich habe es doch richtig verstanden. Es hat tatsächlich was mit dem Preis zu tun. Es war mich nämlich ein bisschen verwundert, weil die ja einen festen Tarif haben. Deswegen können die sich ja auch anscheinend Zeit lassen ohne Ende. Und es ist tatsächlich so, es hängt mit dem Grundstein zusammen, mit dem einen, der sowieso schon da liegt, an der einen Grenze. Weil ich habe nämlich insgesamt 5 Gartennachbarn. Normalerweise würde man ja denken, Gartennachbar 3 Stück, rechts, links, hinten. Ja. Bei uns ist es aber so, dass wir in der Kurve wohnen. Beziehungsweise mein Nachbar hat die Kurve und ich habe dann verständlicherweise von unserer Doppelthaushälfte auf der rechten Seite einen Nachbarn, dessen Garten, das genauso lang ist wie jetzt im Moment meiner noch. Und und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, habe ich insgesamt 3 Nachbarn, die längs ihre Gärten zu meinem quer sozusagen haben. Und dann eben der Nachbar hinten, an den ich ja mein Grundstück ein Stück verkaufe. Deswegen habe ich jetzt im Moment noch 5 Gartennachbarn und wenn ich ich habe ja schon verkauft. Wenn das alles jetzt endlich mal in trockenen Tüchern unter Dach und Fach, Zaun, lalala ist, und dann habe ich nur noch 4 Gartennachbarn. Ich glaube, Nummer 5 wird auch ganz froh sein, dass sie jemanden haben, die sich ein bisschen mehr Mühe geben mit Heckenschneiden, beziehungsweise wird ja keine Hecke wahrscheinlich mehr dort sein. Und, da ist der Ball! Da ist der Ball! Und, ich freue mich für die Nachbarin, weil das ist eine sehr sympathische ältere Dame. Und, die wird sicher sehr froh darüber sein, mich nicht mehr als, unzuverlässige Heckenschneiderin dran zu haben. Ihre Enkeltochter hat das immer schneiden müssen, weil ich einfach zu lahmarschig bin, bis ich, mal aus dem Quark komme. Hat immer ein bisschen gedauert. Und der Nachbar, der mich nervt, der wird trotzdem bleiben. Für immer und ewig, so wie ich denke. Aber man hat ja immer einen Nachbarn, mit dem man nicht so hundertprozentig kann, ne? Weil er kann auch wahrscheinlich nicht mit mir. Weil ich eben so ein lahmarschiger Heckenschneiderin bin. Aber ich habe schon angedeutet, also zumindest nicht ihm gegenüber, weil da bin ich ja doch schon ein bisschen scheu, ehrlich gesagt, ne? Als er dann meinte, von wegen Heckenschneiden und so, dann hatte ich dann noch so den Gedanken, ja, dann schaff du dir bitte ein paar Vorhänge an, dann mache ich die Hecken auch ein bisschen niedriger. Ach, guck mal da, die Doro ist weggezogen. Das geht so flott bei denen. Dann willst du so einer Ente nur ihren Drecksterminplaner zurückbringen und was ist? Die Hasen flüchten. Komm mal her, Lana. Lana. Toll, es ist ein Ball. Claudi, du redest wirklich zu viel, weißt du? Bebe. Übrigens, brauchst du irgendwas, Bebe? Hier, dein Ball. Na, welch Überraschung. Du hast mir einen Ball gebracht. Vielen Dank, Bebe. Mir geht's gut, danke. Der Besuch kleiner Kinder ist kein großer... Jetzt kein großer Gräuel.
kein großes Gräuel mehr für mich, oder? Das Gräuel? Der Gräuel? Ich stolper hier manchmal über Dinge, aber ich meine, Gräuel ist ein sehr unübliches Wort, von daher, Weiß nicht. Ich kann jetzt auch nicht... Warte mal, ich habe ein Lexikon... Ja, im Lexikon wird es nicht stehen. Wo ist denn mein Wörterbuch? Da hinten? Okay. Moment, wenn ich mal nachher nachschlagen. Okay. Aber ich glaube, das Wörterbuch ist noch vor der Rechtschreibreform. Ja, seit Internet, ne, kannst du mal ganz kurz gucken, ne, und ja. Und im Moment nein. Hier, das ist ein Dankeschön. Ich verstehe darauf, dass du es annimmst, Bebe. Diese Wandverkleidung ist absolut herrlich. Nein, ist sie nicht. Das Muster ist so schick. Stimmt's, Bebe? Nein, ist sie nicht. Auf dich kann man sich echt verlassen. Ich war so überrascht, Bebe. Naja. Weißt du was? Oh, den Fisch habe ich jetzt verscheucht. Naja, egal. Also ich gehe jetzt d'accord. Ich meine, ja, diese ganzen Notarkosten und so, die werden ja übernommen von meinen Nachbarn. Aber das Ausmessen, das wurde zwar angedeutet, ja auch, aber was mein Grundstück angeht, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass ich das bezahlen muss. Also ist so mein Verständnis, weil mein Scheiß ist mein Scheiß, ne? Also. Und ich muss mich davon verabschieden, dieses Gönnerhafte von wegen, ja, die wollen ja was von mir und, ne? So in dem Hintergedanken von wegen, wie es eben auch gefragt wurde, das wäre günstiger, war meine erste Reaktion ja günstiger bedeutet, weniger Geld und weniger Geld bedeutet, dass die Nachbarn weniger bezahlen müssen, weil die ja den Großteil stemmen von dem ganzen Käse, weil die ja was wollen. Und ich muss das tatsächlich als geschäftliche Transaktion sehen. Nur weil wir uns jetzt duzen, heißt das nicht, dass ich hier einen auf Kumpel und lass mal 5 gerade sein und ich tue euch einen Gefallen und so. Nee. Das muss ich tatsächlich wie eine ganz normale geschäftliche Transaktion sehen. Auch wenn ich so ein emotional verklärter Fantasietrottel bin. Ah, das ist halt auch so eine Sache, ne? Ich habe ewig und 3 Tage habe ich meine Emotionen immer so ein bisschen versteckt und unterdrückt und musste mich eben einfügen in der Umgebung, in der ich bin. Und selbst bei meiner Oma, die eine wirklich wunderbare Frau war, habe ich das trotzdem noch ein bisschen beibehalten, weil wenn es mal eingeimpft ist in Kindheit, dann ist es halt eingeimpft, ne? Und die letzten 2 Jahre war es so, ich konnte völlig kompromisslos leben. Das war eine ganz neue Erfahrung. Normalerweise denkst du dir immer, ja, wie sehen das andere, wie wirkt das auf andere und geht das und tralala. Selbst bei den kleinsten Kleinigkeiten, sogar bei Fernsehserien, habe ich überlegt, ob das Oma gefallen würde, wenn wir das gucken. Weil sie ja ab 16 Uhr hatte ja sozusagen ihren Stammplatz auf der Couch gehabt. Na, ab 16 Uhr hat die ihren Kram geguckt. Und irgendwann kam ich dann auch dazu. Und dann haben wir dann halt gemeinsam Fernsehen gesehen, bis sie dann eben ins Bett ging. Und es ist eben so eine Gemeinschaft, ne? Da muss man aufeinander ein bisschen Acht geben und Kompromisse schließen. Und das ist etwas, was ich in letzter Zeit halt gar nicht mehr machen musste. Zu einem Teil natürlich. Ich bin ja schließlich kein asoziales Wesen. Also so richtiger Drecksack bin ich ja nur auch wieder nicht. Sagen wir mal so, mir sind die Ansprüche meiner Umgebung bewusst, nur sie sind mir relativ wurscht gewesen in den letzten 2 Jahren. Und ja, es ist... Deswegen, also dieses Großkotzige, was ich jetzt anscheinend... es war nicht wirklich großkotzig, es war eigentlich nett gemeint, dass ich versucht habe, auch deren Preisexplosion in Grenzen zu halten, was das ganze Jahr angeht. Weil,
Ja, es ist tatsächlich so, wenn alles so belassen wäre wie zuvor, hätte ich null Arbeit. Und die hätten halt, ja, den kleinen Garten, den sie schon immer hatten. Und von wegen dieses, aber sie spielt ja doch beim Ball. Süß. Die Olle Bebe. Sweet. Ja, jetzt geht's nicht mehr, ne? Weil der geht aus dem Bildrand raus und dann mag sie nicht mehr spielen. Also wie gesagt, es ist eine geschäftliche Transaktion und nur weil wir uns duzen, also so weit sind wir mit der Freundschaft ja auch noch nicht, also es ist erstmal so eine Nachbarschaftlichkeit. Ne? Also nur weil wir ein ähnliches Alter haben, heißt das hier noch lange nicht, ne? Vor allen Dingen so wie ich eben drauf bin, ne? Ich habe sowieso immer merkwürdige Freundschaftsansichten. Ich bin ja jemand, ich kann jahrelang mit jemandem nichts zu tun haben und dann... wenn wir uns wieder treffen, ist das so wie damals. Also ich bin da so emotional verklärt. Während ein anderer dann sagen würde, mein Gott, wir haben 2 Jahre nicht gesehen, was willst du so auf die Also lange Rede, kurzer Sinn. Im Grunde genommen bin ich jetzt beruhigt, d'accord, und ja. Wir haben beide was davon. Auch wenn es nur läppisches Geld ist. Das mit dem Baum, das werde ich schon verkraften. Ich meine, auf lange Sicht muss ich wahrscheinlich doch davon ausgehen, dass der Baum das nicht verkraften wird. Also allein dieser heiße Sommer war schon sehr anstrengend für eine Kiefer. Und der überlebt das ja auch nur, weil ich wirklich so eine riesenhohe und richtig voluminöse Hecke habe, sodass das Klima dort hinten sehr wunderbar ist. Also ich habe sehr viel Moos dort hinten, weil es sehr feucht ist. Also es ist richtig, richtig geiler Garten. Also dafür, dass hier drumrum so viel Betonwüste ist, weil sich jeder irgendwelche Steingärten gemacht hat, ganz grauenvoll. Und ja, also es gibt hier unfassbar viel Wald drumherum, deswegen dachten sich die Leute wohl, ja, da können wir unseren Garten auch irgendwie Beton drauf gießen oder so, keine Ahnung. Abartig. Jo. Von daher. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin konsequent. Bei mir ist es entweder ganz oder gar nicht, deswegen sieht es bei mir halt aus wie Hulle. Und der Baum ist wunderbar gepflegt, also. Der findet das ganz toll. Muss ich mich halt jetzt dran gewöhnen, dass der eventuell abgesäbelt wird. Also ich gehe davon aus, weil die Grenze ist dann zu nah. Der Zaunmensch wird sich da nicht lumpen lassen, der wird das da einfach niederbalzen. Den wunderschönen, gesunden Baum. Ach, da könnte ich kotzen. Ich guck mal, ich werde mal, jetzt wenn ich den ganzen Kram hier hochlade, werde ich dann doch mal schauen, wie man eine Kiefer, einen Setzling sozusagen, abnimmt. Ich weiß nämlich nur, dass die alle 3 Jahre eben ihre Zapfen kriegen. Und, jo. Nee, warte mal. Bei Tannen ist es Zapfen, bei Kiefer ist es, wie nennt man die? Kiefernzapfen? Nee, warte mal. Weiß nicht. Auf jeden Fall, das eine sind die Stehenden, das andere sind die Hängenden. Bei Kiefern sind es die Stehenden, soweit ich weiß. Und dass ich das vielleicht auch anders hinkriege, dass ich von dem noch einen Ableger mir hole, so wie ich das von den Hecken gemacht habe.